Ich danke Ihnen sehr, Frau Adamczyk-Henriquez, für Ihre Einladung, hier zu sprechen, also per Visio, aber doch in Verbindung mit dem Archiv, wo ich so oft gearbeitet habe und sogar mit den Handschriften in den Händen von Edith Stein. Und das werde ich heute Abend Ihnen zeigen durch ein PowerPoint, das ich teilen werde. Entschuldigen Sie mich für mein Deutsch, denn so ist es für mich nicht so leicht, auf Deutsch zu sprechen, auch wenn ich das doch mache manchmal. Aber ich bitte Sie um Entschuldigung für die Fehler und so weiter. Hoffentlich wird es doch trotzdem Sie interessieren und besonders dieses Thema. Dieses Thema des Friedens, das ein so wichtiges Thema im Leben und Werk Edith Steins ist. Mitten im Zweiten Weltkrieg greift Edith Stein den Ruf von Teresa von Avila: Die Welt steht in Flammen. Und dieser Ruf klingt besonders dramatisch. Und die dramatische Weltgeschichte wird von ihr als Kampf und Geburtswehen geistlich und apokalyptisch gedeutet. Esther und Maria stellen sich als ausgewählte Werkzeuge Gottes und als Vermittlerinnen des Friedens vor. Schon während des Ersten Weltkriegs haben die furchtbaren Ereignisse in der jungen Patriotin die Sehnsucht nach anderen Zeiten erweckt. Ja, mitten im Krieg, da sie selbst in einer Art Depression versunken war und an Selbstmord dachte, schreibt sie einen Brief an Roman Ingarden am 6. Juli 1917, wo sie die Frage nach dem Sinn der Weltgeschichte und nach ihrer Teilnahme an dieser Weltgeschichte stellt. Und nun komme ich zum PowerPoint. Ich muss, glaube ich, den Bildschirm teilen. Das mache ich jetzt. So. Und das ist das. Jetzt müssen Sie die Sache sehen. So. Ja, ich zitiere diesen Brief von Edith Stein an Roman Ingarden vom 6. Juli 1917. Im Allgemeinen sind es eigentlich nur zwei Sachen, die meine Spannkraft aufrecht erhalten: die Begier zu sehen, was aus Europa wird, und die Hoffnung, etwas für die Philosophie zu leisten. Augenblicklich liegt für mich zwar ein dicker Nebel vor allem, was zur politischen Lage gehört. Aber ich denke, mal wird man doch wieder durchsehen. Sie meinen, die Probleme, die zu lösen sind, übersteigen Menschenkräfte. Das glaube ich freilich auch. Aber ich bin nicht davor abzubringen, dass die Weltgeschichte einen Sinn hat und sich durchsetzt, auch wenn kein Mensch da ist, der ihr den Weg vorzuzeichnen vermag. Welcher Spielraum hier dem Eingreifen des Einzelnen offen gelassen ist, darüber zerbreche ich mir schon lange den Kopf. Wir wissen, dass Edith Stein nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in die Politik leidenschaftlich eingegriffen ist. Aber nicht lange. Am 27. Dezember 1918 schrieb sie immer an Roman Ingarden: Die Politik habe ich satt, bis zum Ekel. Damit verzichte sie
auf einen politischen Einsatz. Ihre Suche nach dem Sinn der Geschichte und ihre Weltanschauung wird sie von nun an in Vorlesungen, Vorträgen, Aufsätzen und Briefen ausdrücken und besonders in der Pädagogik. Der Brief an Pius XI. Von April 1933 ist der letzte Versuch Edith Steins vor ihrem Eintritt in den Karmel, an die Öffentlichkeit ein politisches und geistliches Anliegen zu bringen. Im Karmel wird Edith Steins Suche nach dem Sinn der Weltgeschichte immer akuter, also immer eindringlicher, könnte man sagen. Das war auch hier der Zitat, den ich eben Ihnen gelesen habe. Dieses Zitat aus dem 6. Juli 1917. Und nun komme ich zu den Fragen, den Sie in einem Gedicht oder in einem Gebet, das sie in Karmel geschrieben hat, das heißt Sentenzen im Monat Juni 1940, wer, wie, wo, wann? Wer wird uns Führer sein aus Nacht zum Licht? Wie wird der Schrecken enden? Wo trifft die Sünder das Strafgericht? Wann wird das Schicksal wenden? Diese von Edith Stein niedergeschriebenen Fragen befinden sich eben im Gebet Sentenzen im Monat Juni 1940. Am 10. Mai des gleichen Jahres hat der Angriff der Nationalsozialisten auf Belgien, auf die Niederlande und Frankreich begonnen. Am 15. Mai haben die Niederlande kapituliert. Wer regiert die Welt? Dem Anschein nach regieren die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie stehen im Vordergrund in den Massenmedien. Doch hat Edith Stein eine andere Vorstellung der Geschichte entwickelt, die in der Heilsgeschichte wurzelt. Im Mittelpunkt der Weltgeschichte ragt das Kreuz über Erdenstaub und Dunst ins reine Licht empor. Dieses Kreuz ist das Zeichen, das zum Himmel weist, so Edith Stein. Die apokalyptische Deutung im biblischen Sinn liefert Edith Stein den Schlüssel zum Verständnis des Weltgeschehens. So die Offenbarung des Johannes lehrt den in der Welt und ihren Kämpfen versunkenen Gläubigen, den Blick auf das Unsichtbare zu wenden, zu werfen, auf das heilige Zelt, auf den Altar, auf den Thron des Lammes auf Erden. Der Kontrast zwischen der Macht der politischen Welt und der unauffälligen Anwesenheit Gottes mitten in der Welt muss weder täuschen noch enttäuschen. Die apokalyptische Weltanschauung bewirkt eine Perspektivänderung von außen zur Innenseite, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, von der Arroganz der Welt zur Schwachheit der Innenwelt, von der Vielzahl der Außen, der, was man sieht, zur kleinen Herde, der Vielzahl der Nationalsozialisten zur kleinen Herde, die unsichtbar wird.
So, ich hoffe, dass jetzt. Entschuldigung, ich wollte noch so. So. In diesem Text schreibt noch Edith Stein mit diesem Text von der Sentenzen, der Christus, der Gekreuzigte, der am Ölberg in blutigen Angstschweiß hang, mit dem Vater in heißen Flehen, er ist es, dem der Sieg gelang. Also auf der politischen Hintergrund ragt der empor eben der Gekreuzigte und er hat den Sieg gelungen. Hier am Kreuz entschied sich das Weltgeschehen. Dort fällt nieder und betet an. Das ist eine Einladung, also neben diesem Kreuz. Und frag nicht mehr, wer, wie, wo, wann. Also nach Edith Stein bekommen alle diese Fragen ihren Sinn von dem Kreuz. Ja, jetzt komme ich zu einem anderen Text. Das ist ein Gedicht oder wieder ein Gebet, wo Edith Stein beschreibt eben der Kampf zwischen Christus und dem Antichrist. Dieser Kampf ist offen aufgebrochen. Und das ist ein Gebet, das sie eben in echt geschrieben hat. Und in diesem Gebet fragt Christus, ob wir uns entscheiden wollen für ihn, wegen mit diesem Kampf. So. Ja, der Text ist eben mit diese Frage. Die Welt, also der Kampf zwischen, wie ich sagte, der Kampf zwischen dem Christus und dem Antichrist ist offen aufgebrochen. Wenn du dich für Christus entscheidest, so kann es dein Leben kosten. Und sie schreibt, sie grüßt das Kreuz, Ave Crux Spes Unica, und schreibt den Ruf von Teresa von Avila, die Welt steht in Flammen. Aber der Ruf von Teresa von Avila klingt jetzt am 14. September 1939 mitten in dem Weltkrieg. Das ist wirklich ein Echo im 20. Jahrhundert von dem Schrei von Teresa von Avila. Und Edith Stein schreibt, wie gefährlich der Brand, dieses Feuer ist. Der Brand kann auch unser Haus ergreifen. Aber hoch über allen Flammen ragt das Kreuz. Die Flammen können es nicht verzehren. Das Kreuz ist der Weg von der Erde zum Himmel. Und Sie haben hier die Handschrift von Edith Stein, wo sie diesen Text geschrieben hat, den man eben im Archiv findet. Dreimal in diesem Text schreibt sie den Ruf von Teresa von Avila, die Welt steht in Flammen. Und sie fragt auch die Karmelitin und sie sagt ihr, drängt es dich, diese Flammen
drängt es dich, sie zu löschen. Schau auf zum Kreuz. Aus dem offenen Herzen quillt das Blut des Erlösers, das löscht die Flammen der Hölle. Das bedeutet, dass sie interpretiert diesen politischen Kampf der Ideologie des Nazismus im Sinne eines Kampfes, wo die Hölle auch repräsentiert werden wird. Und sie schreibt noch, das ist ganz ergreifend, hörst du das Stöhnen der Verwundeten auf den Schlachtfeldern im Westen und Osten? Hörst du den Angstruf der Sterbenden? Rührt dich der Jammer der Witwen und Waisen? Dann die Karmelitin verwirklicht sich das Hören auf den Notruf der Menschen in der Treue zum Gekreuzigten in bräutliche Liebe. So verwirklicht sich für sich dieses Hören. Das ist in dieser bräutlichen Liebe. Bist du zu ihm, zu dem Gekreuzigten, bräutlich verbunden? In treuer Beobachtung deiner heiligen Gelübde, so ist dein Sein kostbares Blut. Ihm verbunden bist du allgegenwärtig wie er. Und sie schreibt noch, nicht hier oder da kannst du helfen, wie der Arzt, die Krankenschwester, der Priester, das sind verschiedene Arten in der Welt, Not zu pflegen, aber die Karmelitin an allen Fronten, an allen Städten des Jammers kannst du sein, in der Kraft des Kreuzes, überall hin trägt dich deine erbarmende Liebe, die Liebe aus dem göttlichen Herzen, überall hin sprengt sie dein kostbares Blut, lindern, heilen, erlösen. Diese Zeilen beweisen Edith Steins hohes theologisches Verständnis für das auf dem Priestertum Christi gegründete Taufpriestertum und für die Teilhabe der Christen an der erlösenden und messianischen Wirkung des Kreuzes. Im Karmel fühlt sich Schwester Benedikta durch ihre Berufung dazu verpflichtet, alle ihre Kräfte für den Frieden einzusetzen. Die Bitte an die Priorin vom 26. März 1939 am Passionstag klingt ebenso apokalyptisch. Liebe Mutter, erlauben Sie, eure Ehrwürdige, mir, mich dem Herzen Jesu als Sühnopfer für den wahren Frieden anzubieten, dass die Herrschaft des Antichrist, wenn möglich, ohne einen neuen Weltkrieg zusammenbricht und eine neue Ordnung aufgerichtet werden kann. Ich möchte es heute noch, weil es die 12. Stunde ist. Ich weiß, dass ich ein Nichts bin, aber Jesus will es und er wird gewiss noch viele andere dazu rufen. Die Karmelberufung trennt nicht Edith Stein von der dramatischen Weltgeschichte. Eben nicht im Gegensatz. Ihr Ordensname, Schwester Theresia Benedicta Acroce, deutet den theologischen Ort ihrer Berufung an, das Kreuz,
Das ist der apokalyptische Ort des Kampfes und der Geburtswehen für die Welt. Das war also das erste Thema, das ich ein bisschen zeigen wollte, diese apokalyptische Auffassung Edith Stein mit dem Sinn, den sie gibt für alle Ereignisse, alle für den Krieg, ganz mitten im Krieg eingesungen, aber sucht nach dem Sinn, und der Sinn kommt von dem Kreuz und bringt ein neues Licht auf das Weltgeschehen. Nun komme ich zu einem anderen Punkt. Das ist der Weg von Eva zu Maria. Edith Stein zieht eine Parallele zwischen Schöpfung und Menschwerdung, so wie am Anfang der Menschheitsgeschichte ein Menschenpaar steht, Mann und Frau, so steht auch an der Schwelle vom Alten und Neuen Bund ein Menschenpaar, die Mutter Gottes und der Sohn. Seit dem Sündenfall ist die Menschheit in einen dramatischen Kampf hineingetrieben. Die Feindschaft des Satans gilt dem Weib und seinem Samen, Jesus und Maria. Ihnen gilt der Neid Luzifers und in der Folge den Menschen, die nach ihrem Bilde und zum Anteil an ihrem Leben geschaffen wurden. Sie sollen getroffen werden, indem sie die Menschen dem Tode und der Gottesferne anheimfallen. Aber das Gottesurteil bestimmt dem Satan nicht nur die Herrschaft des Menschensohnes und der Mutter, sondern die Vernichtung durch sie. In diesen Kampf gegen den Satan, der uns eben einheimfallen möchte. In diesen Kampf sind wir hineingestellt. Der Satan sucht uns in die Ferse zu stechen, das heißt, untauglich zu machen zum Weg der Nachfolge Jesu und Mariens. Aber wir sind berufen, mit Mariens Führung zu siegen. Edith Stein legt mehrmals die biblischen Texte über die Schöpfung und den Sündenfall aus. Die Folgen sind für den Mann und die Frau verschieden. Das Wort Gottes gegen die Schlange nach dem Fall in Genesis 3,15 wird in der Regel auf die Gottesmutter und den Erlöser gedeutet. Edith Stein weist aber darauf hin, dass der Frau bereits im Alten Bund große Hochschätzung und Würde zukam und sie noch heute in den von der alttestamentlichen Tradition geprägten jüdischen Familien eine königliche Stellung habe. Dieser biblische Vers enthält nach Edith einen spezifisch weiblichen Zug. Den Kampf gegen das Böse zu führen und die Nachkommenschaft dafür zu erziehen. Es handelt sich um einen Kampf auf Leben und Tod, um die Wiedergewinnung des Lebens. Unter den in den Kampf hineingestellten Frauen spielt für Edith Stein die Königin Esther eine besondere Rolle im Leben und Werk Edith Steins. Am 31. Oktober 1938, kurz vor der furchtbaren Kristallnacht, teilt Edith Stein Mutter Petra Brüning, ihre Freundin, das ist eine Ursuline, die sie gut kennt, und sie teilt ihr ihre Sorge um ihre in Breslau gebliebenen Familie mit. So schreibt sie. Zu sparen hat jetzt gar keinen Sinn.
weil sie ja doch alles, also sie, das sind alle ihre Brüder und Schwestern, sie doch alle alles hergeben müssten, wenn sie aus dem Land gehen, fliehen müssen. Wenn sie nur wüssten, wo sie hin sollen. Aber, und das ist die Hoffnung für Edith Stein, ich vertraue, dass die Mutter aus der Ewigkeit für sie sorgt. Man weiß nicht, ob sie von ihrer Mutter spricht, die kurz bevor gestorben ist, oder von der Mutter Gottes. Vielleicht von den beiden zusammen. Und darauf, dass der Herr mein Leben für alle genommen hat, diese Hingabe Edith. Ich muss immer wieder an die Königin Esther denken, die gerade darum aus ihrem Volk genommen wurde, um für das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine sehr arme und ohnmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig. Das ist ein so großer Trost. Edith Stein erlebt eine große Verwandtschaft mit der Königin Esther des Alten Testaments, mit der sie sich identifiziert und mit Maria, die sie im zitierten Brief Mutter nennt. Als jüdisches Kind hat sie Purim gefeiert, das ein sehr fröhliches Fest ist. An Purim wird in der Synagoge die Festrolle des Buches Esther vorgelesen. Edith kennt gut die hebräische Fassung des biblischen Textes. Das ist die kürzeste, aber auch die Langfassung der Septuaginta mit dem Traum Mordechais, den Gebeten Mordechais und Esthers. Mit dem Gang Esthers zur Audienz beim König, mit der Deutung des Traums Mordechais und so weiter. Zwei andere Texte Edith Steins schöpfen außerdem ausgiebig aus dem Buch Esther. Ein kleines Theaterstück, das sie im Karmel geschrieben hat, das ist nächtliche Zwiesprache, und auch liturgische Texte, die sie geschrieben hat, zu Ehren Mariens, Königin des Friedens. Zunächst komme ich zum Theaterstück Nächtliche Zwiesprache. Schwester Benedikta schrieb Nächtliche Zwiesprache, einen Dialog im Blankvers zum Namenstag der Priorin am 13. Juni 1941. Durch diesen Text richtet die Verfasserin eine bestimmte Botschaft an das Publikum. In der Urauffassung spielte Edith Stein die Rolle der Esther und ihrer Schwester die Rolle der Priorin. Damit entwickelte sich eine außerordentliche dramatische Kraft. Esther, Edith, kommt nächtlich zur Priorin mit einem dringenden Anliegen. Sie teilt der Priorin und der Karmelitinnen, die dieses Theaterstück sehen, so teilt sie zur Priorin ihre drückende Sorge um das jüdische Volk mit. Maria ist sozusagen die Brücke zwischen Esther und der Priorin, zwischen Schwester Benedikta und den Karmelitinnen. Nächtliche Zwiesprache wurde in den 40er Jahren vor einer Gemeinschaft von weniger als 20 Karmelitinnen aufgeführt. Am Anfang des dritten Jahrtausends hat dieser Text die Klausur des echten Karmels sogar die Grenzen des Karmelordens und der Kirche überschritten.
als eben die Verfasserin eine selige, eine heilige, eine Mitpatronin Europas wurde, vielleicht einmal auch Kirchenlehrerin. Eben wegen dieser Verbindung zum jüdischen Volk und dieses besonderes Anliegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche eine Theologie entwickelt, in der sie ihre Verhältnisse zum jüdischen Volk betrachten will und muss, um in Wahrheit von ihrem eigenen Mysterium sprechen zu können. Die Kirche kann nicht über sich sprechen, ohne über den Sinn von Israel zu sprechen. Das ist auch eine Frucht von dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Mit diesem Text, nächtliche Zwiesprache, befragte Edith Stein uns nach unserem eigenen Verhältnis zum jüdischen Volk. Wir könnten auch fragen, haben wir, wie Paulus, wie Edith Stein, ein Gebet für das Volk Israel? Das Drama entwickelt sich folgenderweise. In ihrer Zelle arbeitet die Priorin spät in der Nacht. Das ist der Prolog. Eine fremde Frau kommt und klopft an der Tür. Sie sucht nach einem Herbergsort. Die Priorin erkennt diese Frau, diese Fremde, als die Königin Esther. Esther erzählt aus ihrem Leben ihre Erhebung in den Königshof und die Rettung des Volkes. Die Priorin entdeckt den sozusagen politischen Grund für die Wiederkehr Esthers auf die Erde. Esther schildert ihren eigenen Tod und die Führung in das Schoß Abrahams, den Tod und die Auferstehung Jesu vom Standpunkt der Väter im Schoß Abraham aus, das Wachstum der Kirche aus dem Volk, und die Priorin versteht dann den theologischen Grund für den Besuch Esthers. Und Esther erwähnt die Endzeit und das Wiedersehen, wenn sie wieder eben die Prioren sehen würde. Viele biblische Figuren werden in diesem Text erwähnt. Und alle diese biblischen Figuren haben eine Verbindung zum jüdischen Volk. Das Volk und nicht der Ausdruck das jüdische Volk, einfach das Volk, wird 13 Mal angeführt und der Name Israel, der Adelstitel des auserwählten Volkes, kommt erst zweimal am Ende des Textes. Zur Zeit der Königin Esther ist das Volk in fremdem Land und in Knechtschaft. Eine Todesgefahr bedroht dieses Volk. Seine Lage ist höchst gefährlich, weil es heimatlos ist. Es ist das stets, wie Edith Stein schreibt, das ist das stets vertriebene und zertretene Volk, das doch nicht sterben kann. Und, wie Edith Stein schreibt, heute hat ein anderer Haman ihm in bitterem Hass den Untergang geschworen. Im Text wird Haman nur zweimal genannt. Zu diesem Volk, dem jüdischen Volk, dem auserwählten Volk, gehören Esther und Maria. Ich bin aus ihrem Volk, von ihrem Blut, erzählt Esther über Maria. Ihr Volk, das deines ist, dein Israel, sagt die Priorin. Und die Priorin versteht die Blutverwandtschaft zwischen
Esther, Maria und Israel. Die Königin sagt, einst wagte ich mein Leben für dieses Volk. Und sie schreibt noch, so hat aus Hamans Hand der höchste Herr durch Esther, seine Magd, sein Volk befreit. Alles hat so Edith noch geschrieben und mit dem Buch Esther in der Bibel interpretiert. Esther spielt eine Vermittlerin-Rolle gegenüber dem Volk vor Gott. Sie wird zum Retterin des Volkes, zur Retterin des Volkes. Zu diesem Volk auch die Väter im Schoß Abrahams gehören. Nach seinem Tod sucht Jesus alle diese Gerechten, auf den Messias gewartet haben. Nach seinem Tod im Text Edith Steins sucht Jesus sie auf. Diese, die im Schoß Abraham, die Väter, erkennen ihn als das Licht, das ewige Licht, das wir ersehnt von Alters, des Vaters Abglanz und der Völker Heil. Jesus spricht zu ihnen, kommt zu mir alle, die ihr treu gedient dem Vater und in Hoffnung lebtet. Auf den Erlöser seht, er ist bei euch, er holt euch heim in seines Vaters Reich. Jesus holt die im Abrahams Schoß Gerechten zurück in den Schoß des Vaters. Und wie Edith schreibt, sie sind jetzt am Ziel in Jesu Herz. Die Väter sind dann zu diesem Ziel gelangen, nachdem sie selbst treu gedient haben. Und am Ende der Zeiten, das zweite Kommen Jesu in offenbarer Herrlichkeit, wird auch nicht ohne Israel, ohne die 12 Stämme gelingen. Dann befinden sich die Gerechten vor das Kommen Jesu. Jesu als Auferstandene im Text Edith spricht zu ihnen. Und am Ende der Zeiten wird Jesu zurückkommen, aber eben mit das Wirken der 12 Stämme Israel. Israel befindet sich dann am Anfang und am Ende der Heilsgeschichte und auch im Zentrum mit Jesu, mit Maria. Edith Stein in diesem Text schreibt auch, ich sah aus meinem Volk die Kirche wachsen, damit wird die wesentliche Verwandtschaft zwischen Israel und der Kirche aufgestellt. Ihr einziges Leben fließt durch das Volk und die Kirche durch. Ein einziges Leben fließt durch das Volk und die Kirche durch. Die Quelle ist das Herz Jesu und das mit ihm verknüpften Herzen Mariens, das gebunden ist. Jesus ist für das Volk Israel der gute Hirte. Maria ist für ihn die flehende Mutter. Und diese Mutter, die auch die Königin des Karmel ist, diese Mutter sucht nach Seelen, die ihr Beten helfen. Esther hat sich in den ersten Versen des Dialogs als eine Flehende, die nicht andere Waffen als aufgehobene Hände hatte, vorgestellt. Sie zieht durch die Welt und die Heimatlosen Herberg, um den Heimatlosen Herberg zu erflehen. Am Ende versteht die Priorin die Botschaft. Sie selbst wird zur Fürsprecherin und Vermittlerin in der Folge von Esther, Jesu und Maria und sie nimmt ihren friedlichen Stil ein. So, Entschuldigung.
So. Die Priorin schreibt so: Dein Israel, ich nehme es auf in meines Herzen Herbergen. Verborgen beten und verborgen opfern, hol ich es heim an meines Heilands Herz. Das ist die Fürsprache, die jetzt eben von der Priorin, von den Schwestern des Karmels, wo Edith Stein lebt, diese Fürsprache wird mitgeteilt. Und ich würde so sagen, dass die Kirche eingeladen ist, diese Fürsprache auch jetzt zu teilen, zu leben. Welche Herberg bringt sie eben für das jüdische Volk, aber auch für diese Orte des Not, der Not in der Welt? Nun komme ich zu einem anderen Teil, das ist andere Texte, wo Edith Stein auch die Königin des Friedens zitiert. Das ist diese Messe und die Breviergebete, die sie zu Ehren Maria geschrieben hat. Sie hat so einen Text, alles vorbereitet. Also so, das ist, wie sie schreibt, am 13. März 1940. Sie schreibt an ihre Freundin, die Schwester Agnela Stadtmüller: Missa plus officium in honorem Beate Mariae Virginis Reginae Patris zusammenstellen für den Kölner Karmel, der ein Fest ersten Klasse in Rom beantragen will, am liebsten für die ganze Kirche oder wenigstens für den ganzen Orden. Die Picpus Patres und Schwestern haben das Fest schon, auch unsere Patres in der flämischen Provinz, deren Patronin die Regina Pacis ist. Aber sie haben fast alles aus dem Commune Beate Mariae Virginis. Nun haben wir, das ist, was Edith Stein komponiert oder alles, was sie gearbeitet hat, nun haben wir als Proprium außer den Psalmen und den Hymnen der kleinen Horen. Jetzt müssen wir abwarten, was Rom dazu sagt. Leider wurde alles, was Edith Stein vorbereitet hatte für dieses Offizium und Missa zu honoren, die Maria Regine Pacis, nicht bewilligt. Aber was für uns interessant ist, ist zu sehen, welche Texte sie gewählt hat für dieses Offizium. Zunächst möchte ich die Messe zu Ehren der seligen Jungfrau Maria, Königin des Friedens, sehen. So, hier haben Sie den Text, wie er im Archiv ist. Und das ist wirklich eine Handschrift. Edith Stein hat den Text auf Latein geschrieben. Das ist die erste Kolonne hier und auf Deutsch übersetzt. Sie hatte auch das Schott-Messbuch zu übersetzen. Der Eingangsvers, so jetzt, ist ein Zitat aus dem Buch Genesis: Mein Bogen will ich in die Wolken setzen und er sei zum Bundeszeichen zwischen mir und der Erde. Das ist der Noahsche von Noi, von Noah, dieser erste Bund, der Gott mit Noah gehalten hat. So, dann schreibt sie mit dem Psalm 29 oder 28, je nachdem: Der Herr wird seinem Volke Kraft verleihen. Der Herr wird sein Volk mit Frieden segnen. Das ist schon interessant zu sehen, wie Friede mit Kraft verbunden ist, aber Kraft von Gott.
nicht die Kraft von der Politik oder so, von den Ereignissen. Nein, die Kraft kommt von Gott. So. Und die schreibt noch, gewähre, das ist eben diese Oration oder dieses Gebet, das sie an die Maria richtet. Gewähre uns auf die oder sie richtete auf die Fürsprache von Maria. Das Gebet ist an Gott gerichtet, aber auf die Fürsprache Maria. Gewähre uns, Gott, auf die Fürbitte der seligen allzeit jungfräulichen Maria die Gnade eines so großes Geschenkes auf Erden beständig zu genießen, eben auf diese Gabe des Friedens, und die Freude des ewigen Friedens im Himmel zu verdienen. Als göttliche Gabe und Gnade hat der Friede eine doppelte Tragweite auf Erden und im Himmel. Der Friede ist nicht eine menschliche Sache. Der wahre Friede ist eine Gabe. Und für Edith Stein ist es letztlich die Gabe des Auferstandenen. So, dann wählt sie die Lesung aus dem Buch Genesis im 9. Kapitel. Wichtig in diesem Kapitel ist der Bogen als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen. Wenn Gott den Bogen sieht, gedenkt er des ewigen Bundes. So. Zeichen des Bundes, meinen Bogen. Und dieser Bogen ist Zeichen des ewigen Bundes. Im Tagesgebet wird Gott um die Gabe des Friedens durch Mariens Vermittlung gebetet. Gewähre uns auf die Fürbitte. So. Ja. Entschuldigung, ich war nicht an den richtigen Ort. Hier möchte ich Ihnen zeigen, dass eben sie hat den Text der Genesis gewählt und dann hat sie diesen Text mit dem anderen Text des Lukas-Evangeliums, mit der Verkündigung Mariens. Und sie zitiert wörtlich den Anfang des Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Und die Lesung schließt mit dem Segen wir kennen diese Lesung, sie schließt mit dem Segen auf der Mutter und nicht mit dem auf dem Kind. Der typologischen Deutung nach ist Maria ist das heilige Zelt, die neue Bundeslade. Also wie im Alten Testament ein Bund gibt, jetzt gibt es einen neuen Bund mit Maria, die jetzt neue Bundeslade ist. Nun komme ich zum Offizium. Das ist noch den Text. Das Dokument ist im Archiv eben auf diesem rosafarbenen Blättern und wieder lateinisch und deutsch. Interessant sind hier die Antiphonen der ersten Vesper auf den Wegen des Friedens lenke unsere Schritte. Das ist ein Zitat aus dem Lobgesang Zacharias, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Sie zertrete mit ihrem jugendfräulichen Fuß den Kopf der alten Schlange, das ist die Mutter Gottes,
man hat diesen Zitat schon erwähnt. Maria sollte uns Frieden und Wahrheit lehren und unseren Herzen mit dem Band des Friedens vereinen. Vielleicht ist es eine Erinnerung an den Epheserbrief 4,3 und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Maria befestigte uns im ewigen Frieden. Das Kapitulum oder die kleine Kurzlesung wird aus dem Buch Esther erwählt und die Deutung der apokalyptischen Vision Mordechais am Anfang der griechischen Fassung. Das ist eben dieser Text, der kleine Quell, der zum Strome anwuchs und sich in Licht und die Sonne verwandelte, der sich in viele Wasser ergoss, ist Esther, die der König zur Gemahlin nahm und zur Königin machte. Das ist eine Art Vision, der Mordechai in der griechischen Fassung hat. Und diese Quelle wird eben auf Esther interpretiert. So. So in der Antiphon zu Mariens Lobgesang wird der Herr um Frieden gebetet. Gib Frieden, Herr, in unserer Zeit, in unseren Tagen. So. Denn es ist kein anderer, der für uns kämpft, als du, unser Gott, und Maria, die Königin des Friedens. Und dann das Gebet lautet: O Gott, der du in deiner Barmherzigkeit beruhtest, durch deinen eingeborenen Sohn den Menschen den Frieden zu schenken, gewähre uns auf die Fürbitte der Seligen, allzeit jungfräulichen Maria, die Gnade eines so großen Geschenkes auf Erde beständig zu genießen, um die Freuden des ewigen Friedens im Himmel zu verdienen. So, und dann kommt die Antiphon, in der Antiphon zu Maria, den Lobgesang der zweiten Vesper. So, dies ist die Gnade, die du bei Gott gefunden hast. Frieden, Friede zwischen Gott und den Menschen, Vernichtung des Todes, Wiederherstellung des Lebens. Also mit dem Frieden ist die Vernichtung des Todes verbunden, der Sieg über den Tod, der uns Maria und Jesu für uns gehalten haben, und mit diesem Sieg die Wiederherstellung des Lebens. So, dann im Offizium kommt die erste Nocturne, und hier mit dieser Antiphon: erhöht bist du auf den erhabenen Thron, Maria, Königin des Friedens. Ja. Gedenke deines Volkes vor dem Herrn, dem höchsten König. Wer weiß, und das ist wieder ein Zitat aus dem Estherbuch, wer weiß, ob du nicht deshalb zur Herrschaft gekommen bist, um in solcher Zeit bereit zu sein. Dann ist es wirklich wichtig zu sehen, wie Edith Stein diese Fürsprache Maria in Verbindung mit der Königin Esther bringt. Eben die Fürsprache für den Frieden. So. Ja, und man hat auch einen Auszug von dem Propheten Jeremia: ich denke Gedanken des Friedens und nicht der Heimsuchung. Dann immer, das sind immer die Antiphonen, ne, in diesem Offizium. Der Gedanke des Friedens stieg herab zum Werk des Friedens. Wichtig ist die Verbindung zwischen die Fürsprache, den Wunsch
der Gedanke des Friedens, aber er wird zum Werk. Im Himmel hat Maria den Frieden geschöpft und überreich auf uns herabgegossen. Dann kommt die dritte Nocturne. Also, das ist wieder ich sehe nicht so gut jetzt, aber das, dann können Sie das wirklich, das ist wieder der Zitat aus dem, der Genesis, das kennen wir jetzt. Der Zitat eines Psalmes, das ist die Verheißung einer unbezwingbaren Fruchtbarkeit für die Erde. Und dann eben der Engelgruß an Maria. So, und dann kommen die Laudes. Und in den Laudes haben wir eben einen Auszug des Johannes-Evangeliums, meinen Frieden gebe ich euch. Und Sie sehen, wie Edith Stein eben von dem Alten Testament zum Neuen jetzt Testament kommt mit diesem Auszug und besonders mit dem Johannes-Evangelium. Und dann, dies habe ich zu euch gesprochen, damit ihr in mir den Frieden habt. Jesus stand in ihrer Mitte und sprach, der Friede sei mit euch. Und dann euch werde Friede von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Und endlich, der Friede werde euch von dem, der ich und der ist und der war und der kommt wird. Und dann ist das ist die Offenbarung. So, jetzt komme ich zum Schluss dieses Vortrags. Für mich hat wirklich Edith Stein eine apokalyptische Deutung der Weltgeschichte entwickelt. Und wie sie schreibt, sie bat im Jahr 1939 bat sie dem Herzen Jesu als Sühnopfer für den wahren Frieden an, damit die Herrschaft des Antichristen wenn möglich ohne einen neuen Weltkrieg zusammenbricht und eine neue Ordnung aufgerichtet werden kann. Als Tochter Evas, ja als Frau, wollte sie den Kampf gegen das Böse kämpfen. Als Tochter Israels erlebte Stein eine besondere Blutverwandtschaft mit der Königin Esther, die mit Gottes Hilfe und dem Einsatz ihres eigenen Lebens zur Rettung ihres Volkes entscheidend beigetragen hat. Stein weiß sich untrennbar mit ihrem Volk verknüpft. Als Tochter der Kirche und des Karmels entdeckt sie in Christus und seiner Mutter die Erfüllung aller Verheißungen. Das Herz Jesu ist der theologische Ort der Ruhe und des Friedens für die Gerechten und Heiligen des ersten Bundes. Der Friede gehört wesentlich zu Gott. Ich denke, Gedanken des Friedens, sagt Gott in Propheten Jeremia, Kapitel 29. Nach der Sintflut schließt Gott einen Bund mit Noach und seiner Nachkommenschaft. Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und euch errichte und für jede lebende Seele, die bei euch ist. Auf ewige Geschlechter. Meinen Bogen will ich in die Wolken setzen und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Genesis Kapitel 9. Ja, der Bogen wird zum Zeichen des Bundes für Gott selbst. Ich werde meines Bundes mit euch gedenken. Das ist der Sinn der Memorial. Ich werde meines Bundes mit euch gedenken und mit jeder lebenden Seele, die das Fleisch belebt, zum Zeichen des ewigen Bundes, der geschlossen war zwischen Gott
und jeder lebenden Seele in allem Fleisch auf Erden. Genesis 9. Dieses Zeichen findet seine Erfüllung im Opfer Christi. Die Gnadenfülle fließt aus Jesu Herz hernieder, in der Jungfrau Herz, in Mariens Herz, und von da fließt sie zu den Gliedern des Lebens, zu den Gliedern des Lebensstrom. Als Mutter Jesu verfügt Maria über diesen Strom des Lebens zugunsten der menschlichen Nachkommenschaft. Diese Lesung aus dem Buch Esther hat Edith Stein für die Vesper zur Ehren Mariens Friedenskönigin gewählt. In Bezug auf Maria deutet dieser apokalyptische Text auf ihre Auserwählung durch Gott, ihre Umhüllung mit der Sonne der unergründlichen Göttlichkeit, wie sie in der Offenbarung des Johannes 12 gemalt ist. Maria ist mit der Sonne der unergründlichen Göttlichkeit gekleidet. Und auf ihre königliche Erhöhung werden wir aufmerksam gemacht. Der Kampf gegen die Schlange auf Leben und Tod haben Esther und Maria geführt. Beide Frauen haben gesiegt, weil sie Maria und sogar Esther arme Magd des Herrn geblieben sind. Wegen ihrer Demut werden sie zur Vermittlerin der Rettung. So, schreibt Edith Stein, hat aus Hamans Hand der höchste Herr durch Esther, seine Magd, sein Volk befreit. Und sie hat die Königin zur Mutter für ihr Volk erhöht. Maria und Esther erleben ihre königliche Rolle als einen selbstlosen Dienst zugunsten des Friedens und auch Edith selbst. Sie weiß, und das ist, was Edith Stein schreibt, sie weiß, dass der Herr ihr Leben für alle genommen hat. Ich muss immer an die Königin Esther denken, die gerade darum aus ihrem Volke genommen wurde, um das Volk vor dem König zu stehen. Ich bin eine arme und ohnmächtige kleine Esther, aber der König, der mich erwählt hat, ist unendlich groß und barmherzig. Das ist ein so großer Trost. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.